Jetzt habe ich wieder alle Little Sisters in diesem Level. Zu schauen. Dieser Tannenbaum ist nicht das, wofür du sie hältst. Eine barmherzige Samariterin oder wie? Pustekuchen, das merkst du noch früh genug. Ich habe wirklich schon viel erlebt. Aber wenn man den Zweiten Weltkrieg und Rickshaw ohne einen einzigen Kratzer überlebt, dann muss man mehr als nur schaffen. Hinschmeißen. 12 Jahre, dann ist er seit 1957 hier. Er war also nicht seit der Gründung von Webster hier. Er kam auch erst später. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks, was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Su Shong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Aber wir waren ja außerhalb von Rapture unterwegs. Aus irgendeinem Grund hat man uns ja rausgeschickt. Wow. Da. Mittel gegen Gedankenkontrolle. Clever Inventor. U-Event-Station sind ein Wunder. Ach so, so was. Brauche ich nicht. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tannenbaum. Und Su Shong wird sich wohl daran halten. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Su Shong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken treibt, muss ich das im Auge behalten. Besorge das Heilmittel Versuch 192. Ebenso. Der war vorhin aber noch nicht da, das Geschütz. Fontaine. Der geht sicher auch noch mal rein.
Liebling. Wir brauchen mehr davon für die Show. Es ist top für dich. Glaubst du, kannst dir nehmen, was du willst? Wir sind... Gehackt. Eindringling, Parasit. Verlassenes Apartment. Ich sowas gar nicht kenne. Unten ist irgendwie ja was. Ich hoffe, es war alles das Mögliche. Nur Geld. Ich weiß, dass ich nicht mehr viel Gesundheit habe. Also ich habe ja noch eine Menge, aber... Fünf, sieben, vier, vier. Fontaine. Muss ich mir merken. Sauber. Ich hoffe, es war eine Verbindung. Die eigentlich fotografieren müssen. Wohnung von Bridget Tenbaum. Ihre Wohnung wurde auch schon durchwühlt. Sieh sich also dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Hier hab ich das Sagen. Ich bin Hure. Früher einmal war hier alles so wunderschön.
So. Bin ich groß genug? Für was hältst du mich? Für einen minder bemittelten Idioten? Wir haben den Stall der Gänsemutter sofort durchsucht, als sie auf die Idee kam, ein Gewissen zu entwickeln. Hier wirst du nichts finden, Kleiner. Außer vielleicht ihre Erinnerungen. Und glaub mir, die willst du gar nicht kennen. Tür ist zu, wir müssen von oben wieder raus. 5, 7, 4, 4. Gibt's noch was anderes hier? Nee, nur Fontaine. Nee. Ah, doch. Nee, da. Hier geht's nach Fontaine. Und hier ist das Ziel, ey. Aber weil hier aber noch nicht, da noch nicht und da. Ist ja jetzt egal. Wir sind ausgerüstet genug. Das waren wir. Das mit dem Welpen. Ich dachte, das wäre irgendein anderer, mit dem es getestet worden ist. Wenn ich aus Webshop raus bin, hole ich mir als erstes einen kleinen Welpen. Jawohl, das mache ich. Schade, da hat das nicht geändert. Habe auch nie darauf geachtet, ob sich auf dem Numpad auch... weil diese Anzeige hier auch ändert. Aber du bist nicht wütend. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Fontaine's Apartment. Der wird aber nicht hier sein. Tja, gepennt, Splicer, man. So. So, gehackt. Und dann ist der Alarm auch vorbei. Hätte ich das auch mal vorher herausgefunden. Ein Bär. Na. Frauen, die dachten, sie hätten bereits alles gesehen. Schlaue Opfer. War mir schon immer lieber als
Arme Trottel. Diese armen Trottel. Sie kommen nach Rapture und denken, sie würden hier unten wer weiß was werden. Dabei vergessen sie alle, dass auch jemand die Klos putzen muss. Wie leicht ich es mit ihnen habe. Ich gebe ihnen eine Bleibe und einen Teller Suppe und sie geben mir dafür ihr Leben. Wozu brauche ich eine Armee, wenn ich doch Fontaines Armenhäuser habe? So kann man sich das Vertrauen holen. Und das stimmt allerdings. Jeder denkt, Rapture, da gehe ich runter, mach alles gut und dann... Ja, nee, so ist nicht. Hier muss auch Scheißarbeit geben. Denn wenn das ein eigener Staat ist, sag ich mal, Rapture, der es ja werden sollte, dann muss es auch jeden Beruf geben, den es auch in Amerika gibt. Den es überall gibt. Ernsthaft? Bin gesprungen! Elektrohaut 2. Also wir sagten, Elektrohaut sei die ultimative Verbesserung, war das etwas voreilig. Das neue Elektrohaut 2 ist noch viel besser. Nee. Da ist es. Versuch 192. Und hau weg die Scheiße. Jawohl, das Präparat wirkt. Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. Versuch 192 hatte einige Nebenwirkungen. Deine Plasmide sind instabil geworden. Du kannst derzeit nicht darüber bestimmen, welches Plasmid installiert ist. Die Charge Nummer 192 hat deine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Chance Leroy in den Artemis-Fritz. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. Besorge eine zweite Dosis. Schnell weg.